Mein Name ist Kai Krehling, bin Pferdetierarzt, betreibe eine Pferdeklinik und konzentriere mich im Wesentlichen auf Orthopädie, Rittigkeitsthematiken, also auch Sportmedizin und auch auf die Zähne des Pferdes. Das gehört mit in einen Komplex mit hinein. Darüber hinaus engagiere ich mich sehr in der Weiterbildung für die Pferdeleute auf meiner Plattform Pferdegesundheit Online. Der gesunde Pferdehuf, was muss ich über ihn wissen, beziehungsweise wie halte ich ihn gesund? Ich habe Ihnen hier mal einen Rest von einem Bein mitgebracht, das auf der anderen Seite dann auch tatsächlich das Innenleben innerhalb dieser Hornkapsel zeigt. Die Hornkapsel, die beim Pferd als Huf bezeichnet wird, ist bei uns im Prinzip vergleichbar mit dem Fingernagel. Also alles das, was wir tun, um einen gesunden Fingernagel zu erhalten, müssen wir auch tun, damit das Pferd einen gesunden Pferdehuf hat. Das größere Thema ist natürlich, dass der Belastungsfaktor beim Pferd deutlich höher ist als bei uns Menschen. Das Pferd läuft auf der Zehenspitze und hat einen Schutz um die eine Zehe, auf der es läuft. Und dieser gesamte Schutzmechanismus wird ja von dem Huf auch dargestellt. Es gibt so einen schönen Spruch, ohne Huf kein Pferd. Und das ist ein sehr wahrer Spruch. Das heißt, der Huf ist ein existenzieller Bestandteil des Pferdes. Und ohne gesunde Füße kann ein Pferd sich eben nicht bewegen. Und damit kann man es natürlich auch da nicht reiten. Der Huf ist also vergleichbar mit dem Fingernagel aus einer hornigen Substanz zusammengestellt. Der Huf grundsätzlich eine eher tote Substanz. Dieses tote Material wird im Bereich des Saumbandes, das ist der obere Begrenzungsteil des Hornes oder des Hufes, rausproduziert und wächst von oben nach unten. Das ist auch der Grund, warum der Hufschmied, wenn er kommt, am unteren Rand des Hufes dann wieder nachschneidet. Das ist das Horn, was von oben nach unten runtergewachsen ist und dann bei natürlicher Bewegung eigentlich komplett abgenutzt wird. Das passiert bei unseren Pferden nicht. Aus dem Grund brauchen wir als eine wichtige Maßnahme eine regelmäßige Hufbearbeitung, bei der diese Hufwand entsprechend so gekürzt wird, dass sie eben einen belastbaren Hornschutz wieder hat. Je größer oder je länger das Horn wächst, desto bröckeliger wird es, desto weniger stütz- und tragfähig ist es. Die Hornwand selbst sollte man natürlich auch pflegen. Wichtig ist, dass man nicht zu aggressiv an diese Hornwand herangeht. Denn wenn man das hier so ein bisschen erkennt, das ist so ein bisschen, ich sag mal, eine Glasurschicht, die also über dem Horn drüber ist. Diese Glasurschicht ist dafür da, das Horn zu schützen und vor Austrocknung vor allen Dingen zu bewahren. Wenn der Horn oder das Horn austrocknet, wird es spröde, wird es bröckelig. Und dann kann es natürlich auch seine Tragefunktion, die es ja dann auch im Wesentlichen hat, nicht mehr entsprechend leisten. Das heißt also, aggressives Pflegen der Hornschicht ist sicherlich etwas, was den Huf deutlich schädigen kann. Das heißt, wenn wir bitte den Huf säubern, was durchaus natürlich legitim ist, dann immer mit viel Wasser und einer weichen Wurzelbürste, sodass wir also immer wieder eine, ich sag mal, schonende Reinigung der Hornkapsel machen, ohne die Glasurschicht zu verletzen. Wenn wir dann im Prinzip mal den Huf von unten uns anschauen, dann sehen wir im unteren Bereich eine, ich sag mal, sogenannte Hufsohle. Hufsohle ist etwas, die also im Prinzip den gesamten Bereich des Hufes sozusagen ausfüllt. Und da ist natürlich wichtig, dass wir immer gucken, ist da eventuell ein Steinchen drin, sind da irgendwelche sonstigen Fremdkörper drin oder ist es dort eventuell faul. Faul heißt, es kommt zu einem Fäulnisprozess aufgrund von Bakterien und Pilzen, die zerstören das Horn und damit machen sie im Prinzip natürlich auch die Stützfähigkeit des Hornes schlechter. Ein ganz wichtiger Teil ist, dass der Strahl. Der Strahl ist sozusagen ein Platzhalter und ist deswegen vorhanden, weil der Huf während seines Auffußens auf den Boden, das was er jetzt macht, breiter wird. Man nennt es den Hufmechanismus. In dem Moment, wenn das Pferd den Fuß wieder nach oben nimmt, gehen die hinteren Pufanteile wieder zusammen. Damit das überhaupt funktionieren kann, ist dort ein sehr weicher Strahl in der Mitte, der diese Möglichkeit überhaupt bietet, dass dieser Hufmechanismus stattfindet. Der Strahl ist aber, weil er sehr weich ist, weil er eben diese, ich sag mal, auch Möglichkeit der Bewegung überhaupt ermöglicht, ist natürlich sehr anfällig für Bakterien und Pilze. Deswegen ist eine Hygiene des Strahles eine ganz, ganz wichtige Situation. Ich fasse zusammen, gesunder Huf, regelmäßig bitte
ausschneiden lassen bzw. beschlagen, je nachdem, ob das Pferd beschlagen ist oder nicht. Säubern immer nur unter der Vorgabe, dass man die Hornsituation, Glasurschicht nicht schädigt. Regelmäßiges Auskratzen des Hufes überprüfen, inwiefern dort Fremdkörper in der Sohle sind. Und sehr gute Hygiene des Strahles, damit der Strahl auch weiter tragfähig und wirklich für die Aufgabe, die er hat, eben diese Elastizität der hinteren Hufanteile zu gewährleisten, weiter bestehen kann.